Mit so einer Riesenansage hat wirklich niemand gerechnet. Vor allem, weil in den letzten Wochen immer wieder versucht wurde, Frieden zu schließen. Jetzt eskaliert die Lage komplett und Anzeigen werden verteilt. Außerdem wird hinter den Kulissen eine passende Antwort geplant. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck, weil Animus private Angelegenheiten wie zum Beispiel die Ex-Frau in diese Szene mischt, ist Manuelsen nicht mehr aufzuhalten. Angeblich besitzt auch er viele Informationen über das private Leben von Animus, Bilder von seiner Freundin, Informationen zur Hochzeit und so weiter. Doch so weit würde er niemals gehen, auch wenn er könnte, betont er immer wieder. Animus spricht neulich darüber, dass man Frieden nicht erzwingen kann und dass er auf gar keinen Fall nach all dem Manuelsen die Hand reichen würde. Stattdessen greift er nun zu anderen Mitteln. Er geht laut Manuelsen zu der Polizei und erstattet eine Anzeige, weil er im neuesten Stream beleidigt wurde. Dieser Move sorgt nun für die nächste Eskalation in diesem Beef, der eigentlich schon so gut wie am Ende war. Okay, das ist das zweite Mal, dass er zu den Bullen geht oder zu den Behörden geht und jetzt wieder probiert, irgendwas gegen mich aufzurollen. Bedrohung, dies, das. So, ich habe beleidigt, er hat beleidigt und jetzt will er wieder, der will mich wieder verklagen. Oder ich kriege einen Nervenzusammenbruch, weil er, nicht weil er mich verklagt, der soll mich verklagen. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch, Bruder. Wie kann man so ein, Bruder, es gibt keine Beleidigung, die passt. Wie kann man so ein Typ sein?